Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario 3D World. Hier das erste Mal mit einem neuen Mikrofon. Ich bin ja mal gespannt, wie das sich entwickeln wird. Und los geht's erstmal mit Tanz in der Wolkendisco. Mit Peach. Ah, ja, das ist das Level. Auch geile Musik mal wieder. Das gab's ja, glaube ich, auch schon so in Mario 3D World. Land. Entschuldigung. Und hier finden wir eine Doppelkirsche. Ja. Ach, da muss man bestimmt am Ende irgendwie wieder mit 4 Charakteren bis zum Ende kommen, dass man einen Stern kriegen. Aber der Soundtrack ist auf jeden Fall gelungen. Einfach so vollkommen unpassend mit Summen, aber egal. Nee, aber schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr den Sound jetzt besser findet. Oder ob ihr findet, naja, ist doch gleich geblieben, was willst du denn? Also es wäre mal ganz cool, wenn ihr mir mal euer Feedback geben würdet, ob ihr findet, ja, hat sich verbessert. Oder, nee, hat sich nicht verbessert. Das wäre sehr freundlich, dankeschön dafür. So. Ja, scheiße. Hier auch wieder Pixel-Luigis im Hintergrund. So. Vielleicht ist da ja mal ein Pilz drin. Nein, noch eine Kirsche. Das, was ich gebraucht habe. Ja. Ich denke mal, es wird auch bald ein Infovideo kommen. Zum Thema, was für Spiele kommen werden. Und scheiße, da oben ist so ein Vierer-Ding. Ich hab's doch gesagt. Ah je. Na, machen wir erstmal weiter. Vielleicht kommt ja hier noch irgendwo eins. Das wäre ja mal cool. Nee, scheinbar nicht. Naja, dann eben nicht. Ich sitze hier gerade auch etwas sehr verkrampft, da muss ich zugeben. Aber, was tut man nicht alles für bessere Soundqualität? Ich soll jetzt hier noch schnell allen Bumerangs ausweichen, dass man auch hier nicht irgendwie getroffen wird. So. Oh nein, scheiße. Ich habe heute auch gar nicht so richtig das Thema zum Synchronisieren gefunden. Ja, über was könnte man mal reden? Also die Idee von dem Level ist auf jeden Fall geil. Und hier muss man wieder blaue Münzen sammeln. Und wenn man das geschafft hat, dann kriegt man einen Grünstern. Ich denke mal, mit 4 Personen sollte das möglich sein. Und... Ach, scheiße. Okay, also... Ich denke, ich muss das Level ja sowieso nachholen. Allein wegen dem 4 Dinger Knopf. Und, ach du Scheiße, was ist das denn? Die Rutsche des Todes, oder wie? Ach du Scheiße. Ach du... Da kann man ja gar nicht auf alle achten. Nein. Oh je. Das kann ja lustig werden, ne? Ja, dann ist mir jetzt auch egal. Und es war so klar, man braucht 2 Peaches. Dankeschön, Schicksal, für diesen Tritt ins Gesicht. Zu freundlich von dir. Jetzt sterbe ich hier noch. Nee, das wäre wirklich epic fail. Ich denke mal, ich werde ab jetzt auch nicht mehr nachsynchronisieren, sondern live. Ja. Ich denke mal, das ist dann vertretbar. So, auf jeden Fall goldene Flagge erreicht. Level war ganz geil. Ich denke mal, ich weiß, wo alle Sterne sind. Und deswegen werden wir die jetzt gleich holen gehen. Ne? Okay. So, die Welt ist bis jetzt auch richtig cool. Macht auch richtig viel Bock. Und wir schauen hier erstmal, was hier denn so noch für ein Level erscheint. Ja, mit so Spikes, die so Stachelrollen schießen. Naja, okay. So, auf jeden Fall, hier sind wir wieder. Mit 4 Toads. Ich weiß nicht, wie viel der Versuch das war. So, bevor ich jetzt hier die Zielflagge aktiviere, hole ich mir den Stempel. So. Oh je. Ich kann euch nur sagen, das war nicht lustig, das Ding zu holen. Oh, scheiße. Na gut, wir brauchen ja eh nicht so viel. Von daher, ich denke mal, da passt das schon, ne?
Ich hoffe einfach mal, meine Stimme ist jetzt etwas klarer. Das würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich dadurch jetzt etwas die Soundqualität hochschrauben konnte, weil, scheiße, das war ja das Ziel der ganzen Sache. Und jetzt muss ich mit nur zwei Tods das schaffen. Na, das wird auch mal lustig. Noch schnell die Zeit mit einsacken, die ja in dem Level eigentlich ausreichend ist. Von daher. So, jetzt müssen wir es schaffen. Erstmal die beiden Tods gut positionieren. Ja, ich denke, das sieht gut aus. Und jetzt schnell. Ja, die sind sogar richtig gut. So, ja, das könnte was werden. Und ja. Und das ist der zweite. Das heißt, der dritte ist wahrscheinlich wirklich bei den zwei Power-Schaltern, wo man zwei dafür braucht. Genau. Aber die Musik ist einfach so zum Abchillen. Ich feiere die gerade. Und hier wieder die Todesrutsche runtergerutscht. Ich bin einfach so ultra schlecht im Mitsingen, aber ist trotzdem geil irgendwie. Also, man hat sich hier bei fast jedem Track richtig Mühe gegeben. Ich habe mir auch mal ein Video angeschaut, wo man gesehen hat, wie die Soundtracks in Monster Hunter komponiert wurden. Und ich kann euch sagen, in Monster Hunter wurde nur erstklassige Musik verwendet. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Höchstwahrscheinlich. Ich will jetzt auch noch nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall, das Level haben wir geschafft. Und wir können damit gleich weitermachen. Geschafft. Juhu. So. Ach ja, schön. Und wir erhalten die Doppelkirsche. Das super-duper ultra-nutzlose Doppelkirschen-Item. 89 Sterne. Es geht mit großen Schritten auf die 100 zu und ein weiteres Casino erscheint. Das haben wir eigentlich dringend nötig. Wir brauchen Apps ohne Ende. Ich komme zwar mal durch, also ich bin auch offscreen noch kein einziges Mal Game Over gegangen, aber trotzdem. Oh, erstmal hier wieder geile Musik, juhu! Da, 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 da. Ey, das macht schon mehr als Klingelton, ohne Scheiß jetzt. Da, da, da. Naja, immerhin 100. Oh ja, das ist so geil. Oh, ja, nee, ernsthaft, das macht schon mehr als Klingelton. Naja, wieso eigentlich nicht? Ist meine Überlegung wert. So, ich habe jetzt. Oh, wollte ich nur nochmal anmerken. Einen Weg gefunden, meine schönen Videos zu konvertieren. Aber dazu später gleich mehr. Erstmal Abenteuer in den Trampolinbergen. Darf sich Mario vorknöpfen. Oh, und die geile Musik hier wieder. Die ist auch cool. Ich könnte eigentlich alleine der Musik stundenlang zuhören. Und wenn das der Fall ist, dann bedeutet das, dass ein Spiel richtig gut ist. Und das kann man ja wohl von Mario 3D World sagen. Ich habe mich heute auch mit jemandem aus meiner Klasse unterhalten, der das Let's Play hier guckt. Liebe Grüße an den besagten Milchallergiker hier an der Stelle. Wie ich Mario 3D World denn bewerben werde wahrscheinlich. Und ich weiß jetzt seine Meinung. Er weiß jetzt auch ungefähr meine Meinung, auch wenn ich mit meiner eigenen Meinung noch nicht ganz im Klaren bin, aber ja. Na, auf jeden Fall, dadurch, dass ich immer ein Headset genommen habe, musste ich extremst aufwendig die Stimme immer zurechtschneiden, dass ihr das Video halbwegs anschauen konntet, ohne Ohrenschmerzen zu bekommen. Und ich hoffe mir einfach mal, dass ich jetzt aus 6 Arbeitsschritten, sprich konvertieren, rendern, schneiden, 2 Arbeitsschritte machen kann. Das wäre schon mal genial. Und deswegen habe ich mir auch unter anderem das Mikrofon hier geholt. Auf jeden Fall, ja, meine Feuerblume. Na komm, gib her. Damit können wir diese schönen Panzerfische hier besiegen. Und das Schild kaputt machen. Genau. Tja, manche hören eben I love it oder what does the fuck say? Und ja, ich höre eben die Casino-Musik. Ah, lol, einfach nur. Ist aber echt lustig, hier noch irgendein Power-Up drin. Mit Power-Ups sind sie ja zum Glück relativ knausrig in dem Spiel. Da bin ich echt froh drin, drüber. Bin ich echt froh drin, ja. Und ich bin echt gut über dem Spiel hier. Ich bin echt froh drin und gut über dem Spiel. Und ach je. Hier nochmal 30 Sekunden. Ist ja noch irgendwas? Nein, dann weiter. Scheiße.
ja, ich hole mir auch hoffentlich, ich denke mal, ich hole mir auch bald noch einen Popschutz. Ja, jetzt werden wieder einige lachen. Er hat Poppen gesagt. Auf jeden Fall hole ich mir auch noch ein Stativ. Das kriege ich sogar zu Weihnachten. Denn mit dem Stativ muss ich das Mikrofon da nicht mehr in der Hand halten. Und das wäre schon ziemlich genial. Ja, und Popschutz für die ganzen P-Schalter und Power-Eichel, dass sie nicht so hart sind und dass die Stimme weicher wird. Und scheiße. Hä? Was war denn das gerade? Auf jeden Fall, dass die Stimme sich nicht so grob anhört. Naja, also ihr wisst, was ich meine. Halt nochmal so allgemein. Und obwohl das ganz gesamte Equipment jetzt gar nicht insgesamt so teuer war, ich habe mir schon mal angeschaut, wie es aussehen würde, wenn ich alles hätte. Das sieht einfach nur so mega professionell aus, fast schon zu professionell. So richtig so, naja, als ob ich hier irgendwie so ein Lied aufnehmen würde. Scheiße, das ist der bei der Feuerblume. Ich kann ja mal ein Bild posten, wenn ich dann die komplette Ausrüstung habe. Das ist einfach so... So professionell ist es gar nicht, auch wenn es vielleicht so aussieht, aber naja, auf jeden Fall. Mir macht es natürlich auch Spaß hier. Also, weil sich jetzt einige beschwert haben, du hast doch noch gar nicht so viele Abonnenten. Ja, aber es macht mir Spaß. Spaß. Auch so einfach mit P, was mit dem Pop-Schutz besser klingen würde. Aber ja, versteht, was ich meine. Auf jeden Fall. Hier ist die Halbzeitflagge, genau. Und mir macht es halt einfach nur Spaß. Ich meine, es sind 6 Arbeitsschritte momentan. Aber das stört mich nicht, weil ich das geil finde. Vor allem, weil mich das auch so richtig motiviert hat. Und da oben ist bestimmt ein Stern. Dass ich jetzt eben endlich so einen Konverter gefunden habe, um das Dateienformat umzuwandeln. Das hat mich einfach nur wieder mega motiviert. Ich würde sagen, den Stern holen wir einfach nach mit einem Katzen-Item. Dann vielleicht ist ja auch noch irgendwo eins. Mal schauen, ob wir noch eins finden. Ja, es hat mich einfach nur mega motiviert und auch weiterzumachen und es, manche wünschen sich halt die neue Playstation und ich wünsche mir halt einen Pop-Schutz. Er hat Poppen gesagt. Ja, genau. Übrigens, ich bearbeite meine Stimme nicht nach, weil ich von jemandem gefragt wurde, oder weil mir jemand gesagt hat, in meinen Aufnahmen klinge ich immer so wie 23 oder so. Nein, ich tue nicht irgendwie den Bass höher stellen auf mit Handbrake. Ich lasse meine Stimme, mit Audacity Handbrake. Ich lasse meine Stimme so, wie sie ist, wie ihr sie hier hört. Ich tue lediglich Rauschen etwan. Und wieso komme ich hier nicht hoch? Ach so, ich muss die Schlampattacke machen. Scheiße. Oh, das war allerletzte Sekunde. Und der Stempel fehlt noch. Und der zweite Stern, aber der zweite Stern oder halt auch der Stempel, je nachdem. Also eins von beiden ist auf jeden Fall da, das denke ich schon. Ich will hier nochmal schnell zur Feuerblume greifen. Ja, auf jeden Fall, es macht mir halt einfach nur mega Spaß, was ich endgültig und letztendlich damit sagen wollte. Es macht mir wirklich viel Spaß. Und deswegen, das ist halt ein richtiges Hobby, ja. Ich meine, ich finde es auch etwas blöd, dass jemand, der Minecraft spielt, halt einfach nur doppelt so viele Abonnenten hat. Obwohl er nicht mal ein Viertel der Arbeit sich macht, aber so ist das Leben halt. Und ich gönn's ihm auch, ohne Frage. Ich meine, also ich gönn's ihm wirklich. Und ich bin auch ein sehr begeisterter Abonnent von ihm, vom Blog-LP jetzt an der Stelle hier. Also ich schaue seine Videos sehr gerne. Und mir macht es auch immer riesen Spaß, mal also einen Kommentar zu schreiben oder so. Es macht mir immer sehr viel Spaß. Aber naja, so ein bisschen... Ich gönn's ihm wirklich, aber so ein bisschen, naja, ihr wisst, was ich meine. Nicht Neid, aber man wünscht sich's halt einfach, weil das noch eine größere Motivation ist. Auf jeden Fall das Level geschafft. Der zweite Stern ist also höchstwahrscheinlich, und was heißt höchstwahrscheinlich, auf alle Fälle dort bei diesen hochfahrenden Dingern. Und wir erhalten einen Großmachpilz, wie ich ihn immer so gerne nenne. Ich weiß, er heißt einfach nur Superpilz oder nur Pilz, aber... Bei mir heißt er Großmachpilz. Ja. Und da ist eine Röhre. Zu einem Rätselhaus. Das machen wir, denke ich mal, auch noch diesen Part. Aber erstmal geht's weiter mit den anderen. Genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal in das Pilzhaus, weil wir brauchen ja einen Katzenanzug. Und ja,
Du sitzt hier mal nicht rausschneiden, dass ihr auch seht, dass ich das Bild soll jetzt eben hier verwende. Ich denke mal, wir nehmen die große. Nein! Scheiße. Okay. Dann schneide ich euch das raus und wir sehen uns dann, wenn ich einen Katzenanzug habe. Und genau, wie man es halt immer machen. Speichervorgang. Oder habe ich hier vergessen es zu schneiden? Scheiße. Ich weiß gerade gar nicht. Wie schon gesagt, ich synchronisiere nach und überlege gerade, was ich hier für einen Mist gebaut habe. Na gut, dann schaut es euch halt einfach nochmal an, wie ich die Katzenglocke hole. Ich meine, mein Gott, es geht ja schnell, es geht schnell. Dann holen wir uns hier mal schnell eine Katzenglocke. Und am besten noch gleich eine mit fürs Inventar, weil die Katzenglocke ist eh nützlicher als die Feuerblume. Die Feuerblume brauchen wir ganz selten mal. Also eigentlich hatte ich gedacht, der Vergangenheits-Niklas hat das geschnitten, aber der war wohl zu faul. Wo wir beim Punkto 6 Schritte zum fertigen Video sind, ne? Also da muss ich vielleicht nochmal ein Wort mit diesem Halunken reden müssen, mit diesem Lothrian. Aber das ist auch nicht so schlimm, es geht schnell. Dann holen wir uns noch hier die Katzenglocke vom Baum. Den Ab kann man auch noch gleich mitnehmen. Ich frage mich auf Ernsthaft, wieso ich das nicht geschnitten habe. Ja, das wäre eben der Vorteil gewesen, wenn ich es live kommentiert hätte. Aber ihr kennt mich ja. Na? So, ich meine, guck mal, jetzt sind wir schon wieder beim Ziel. Also, ich will jetzt nicht hören, dass es irgendwie lange gedauert hat. Die Münzen nehmen wir auch mal alle mit, weil wir brauchen ein paar Ups. Und, na egal, wir kommen auch so hoch. So, dann haben wir das hier geschafft. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier dann freundlicherweise irgendwo mal einen Schnitt gesetzt habe. Level beendet. Yeah. Also wenn nach dem Speicherpunkt. Aber es ist echt komisch. Ich dachte, ich habe einen Schnitt gesetzt. Dann war das wohl dumm von mir. Naja. So. Ja, dann hier war es, genau. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht synchronisiere ich hier auch gerade das falsche Video. Nein, müsste eigentlich das Richtige sein. Ja, dann sorry für den Blackout. Na egal, dann kommentieren wir ab hier einfach ganz normal weiter. Ich meine, geht ja auch schnell hier. Wir brauchen ja hier jetzt nichts mehr zu erkunden. Wir wissen ja jetzt alles schon, wo alles ist. Und von daher, genau. Ja klar, dann mach gleich hier so hoch. So. Das dürfen wir bloß nicht runterfallen. Das wäre wirklich fail hochziehen. So. Also wenn er hier jetzt nicht ist, dann fresse ich eine Besenkammer. Ich sag's euch. Mit Beweisvideo. Dankeschön. Oh, das wäre eklig geworden. Traumatisiert. Nein. So. Hier mit der Katzenglocke noch ein klein wenig für Aufmerksamkeit sorgen. Bei den netten Fluggegnern. Und man merkt schon immer so diese harten Wörter, so diese Fluggegner. Also so diese. Diese, ja, ihr wisst schon, diese Wörter, wo man halt so viel so laut werden muss. Die sind beim Popschutz halt etwas besser, aber wie schon gesagt, das Ding kostet 20 Euro, das kann ich mir auch mal von einem Taschengeld holen. Also das ist jetzt nicht so das Problem, weil sich einige wieder aufgeregt haben. Ich hab's ja schon erwähnt. Das ist alles, du machst viel zu viel und du hast doch nur 8 Abonnenten. Ja, dafür kann ich ja nichts oder echt nicht wenig. Ich meine, ich weiß zwar nicht, ich meine, ich könnte die Videos auch in Full HD machen, aber abgesehen davon, was soll ich bitte noch mehr machen? Die Thumbnails dauern bei mir ein einziges an die Viertelstunde. Und, also ich tue da echt ziemlich viel, ich versuche da echt auch viel mitzumachen, aber, ich meine, irgendwo, ja, ist ja egal, ich will ja niemanden
Harten. Und wir kommen ins Rätselhaus. Oh, und 10 Sterne. Boah. Raserei im Rätselhaus mit Luigi, oh Gott. Immer wenn Raserei gibt, dann ist Luigi ja eher nicht ganz so sehr geeignet, wenn ich es mal so sagen darf. Ne? Aber, aber ich denke, uns erwartet hier ein ganz cooles Rätselhaus. Ich denke mal, das wird lustig. So, scheinbar gibt es hier immer verschiedene Stages. Und die müssen wir halt innerhalb des Zeitlimits absolvieren. Bis jetzt kein Problem. Scheinbar wird es immer schwerer. Jetzt hier mit einem Maxi-Kugel-Willi. Ja, okay, also besonders schwer ist das wirklich nicht. Und das hier erst recht nicht. Einfach ein klein wenig mit dem Katzenanzug drüber cheaten. Und dann, ja, schade. Nicht ganz so schwer, aber vielleicht habe ich mir es auch einfach nur zu einfach gemacht mit dem Katzenanzug. Hier auch das, ich meine, ist ein 10 geschenkte Stamme. Na gut, ich weiß ja nicht, wie es ab jetzt hier wird, aber die ist trotzdem relativ einfach. Na, man muss es vielleicht mal ohne Katzenglocke probieren, dann wäre es bestimmt schwerer. Ja, das hier sieht schon etwas schwieriger aus, weil wenn du einmal runterfällst, hast du es deswegen verkackt. Und das ist schon cool. So. Das hier, was das soll, weiß ich nicht. Das sieht ja noch einfacher aus. Und, na, schade eigentlich. Die haben wirklich mehr Potenzial, weil die Idee ist extrem geil. Und hier wieder Katzengumbas. Also die Idee ist wirklich geil, aber das Potenzial leider nicht voll ausgeschöpft. Und das sieht wirklich mal schwer aus. Aber mit dem Katzenanzug ist auch das kein Problem. Und damit haben wir es geschafft. Und der Part neigt sich wieder mal dem Ende zu. Genau, also ja, 102 oder 3 Sterne. Auf jeden Fall, wir haben die 100 Sterne geknackt. Yay! Da bin ich schon mal recht froh drüber. Und ich guck gerade mal. Ah, hier haben wir noch was. Ah, okay. Ja, dann packen wir den auch noch mit in den Part hier, den Feuerbruder oder was das ist. Das erste Versteck der Feuerbrüder. Soll das etwa heißen, hier gibt's noch mehr? Peach darf herausfinden. 100 Sekunden, um 3 Feuerbrüder zu killen. Das... Okay. Scheiße, sind die dumm. Was war das denn? Den ersten habe ich gekillt, die anderen haben sich selber gekillt. Also man kann es mit der Dummheit auch übertreiben, ne? Ein weißes pascalisches Gesetz, wie ich nur mal wieder zu sagen pflege. Auf jeden Fall. Auch das war leider sehr einfach. So, und was erscheint da jetzt für ein Level? Ich bin sehr gespannt. Es erscheint. Oh, ein Stempelhaus. Einer Sprixie. Das ist ja mal cool. Hier noch schnell die Münze mit einsammeln. Die ist überlebenswichtig. Oh, die Musik ist so schön. Da. Oh. Man müsste die ganzen Stempel auch nochmal alle so zeigen in einem Extra-Part. Die kann man ja so benutzen, um seine Miiverse-Einträge zu verschönern. Auf jeden Fall, der Part ist vorbei. Ich beeile mich ein wenig gerade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Ja, ciao.